Ist das jetzt ein Date? Nein. Doch, du hast gesagt. Von wo bist du jetzt gerade gekommen? So früh am Morgen, von dir heim. Und was ist deine Morning Routine? Meine Morning Routine ist echt ziemlich wirklich eine Routine. Ich bin um 6 Uhr. Hockt der Allerkleinste mir aufs Gesicht und sagt Lego, Lego, Lego. Und nachher ist einfach Spielen angesagt, bis ich entweder muss gehen oder der Rest von der Familie aufsteht. Was ist deine Lieblings-Netflix-Serie momentan? Also ich bin gerade, ich habe mal Friends wieder eine Stunde geschaut. Jetzt bin ich wieder fertig. Beste. 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 Dann kann ich schnell einfach... Chandler hat etwas gesagt. Was ist dein Geheimnis, dass du einer der wirklich erfolgreichsten Schweizer Künstler bist, wo wir vermutlich je hatten, zumindest in diesem Sommer. Ich finde es mega schön, dass du es sagst, gewesen bist. Also es ist natürlich jetzt also auch vorbei. Immer noch. Das finde ich mega schön, das macht mir jetzt auch Mut, oder? Das freut mich. Ja, also ich, ehrlich mal, habe ich das Gefühl, ich sehe mich gar nicht so, überhaupt nicht. Das, ich finde den, ich bin dann so ein schweizerisch, so ein verlegen hockt und neben dem Kist, denke ich, ich bin erfolgreich. Ich bin jetzt der Mann gewesen. Ich bin in so ein kleines Lädchen, so ein Lebensmittelläden. Und dann ist die Frau in der Kasse wirklich zusammengebrochen. Die hat wirklich angefangen zu kreischen, angefangen zu heulen. Die hat nur noch Schnappatmung. Hat aus irgendwelchen Gründen Englisch geredet mit mir. Und ich war so, es ist im Fall schon gut. Und sie so, nein. Und dann hat sie wirklich nicht mal mich an die Kamera heben und wirklich Fotos gemacht und alles. Und ich laufe so, und ich so, also. Dann schickt mir ein Kollege einen Screenshot vom Instagram-Account von dem Laden und unten dran steht, I just met Robbie Williams. Oh mein Gott! Das ist echt geil, oder? Jan, was ist der grösste Fehler, den du jemals gemacht hast in deinem Leben? Also, die Kiste mit dir gehört, ist nicht ganz Top 10, aber es ist schon recht weit oben, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt würde entscheiden, würde ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre früher Kind haben. Also, ich bin immer noch, ich bin knapp 30 gsi, wo der erste Bub auf die Welt kam. Und ich, wo es dann da war und alles irgendwie, habe ich gefunden, ey, doch noch mal zu lang gewartet. Also, ja, ist das Beste, was mir je passiert ist. Was wäre jetzt so dein Tipp an mich, was Kinderproduktion angeht? Ich gebe dir keine Produktionstipps, das ist eine falsche Sendung. Punkt oder einfach eins. Ein Partner wär cool, es kann auch eine Frau sein, aber einfach ein Partner wäre ideal. Finde einen Partner für die Babyproduktion. Genau. Also, Ein Riesentipp. Riesentipp, unglaublich. Mega. Ja. Dürfen Sie hier auch ein bisschen brauchbar. Darum bist du auch Musiker, gell? Ja. Yeah. Wow. Okay. Stress, ich kann nicht raus. Nein. Am 28. Februar kommt dein neues Album. Wie viel? Nein. Es ist ein Halbum. Wieso? Es ist nur ein Halbes. Wieso? Es ist nur ein Halbes. Hat das Geld nicht gelangt? Nein, ich finde das Wort EP so scheiße. Darum ist es ein Album. Was passiert auf dem Album? Es ist alles auf Deutsch. Und das ist für mich wirklich so, nach knapp 20 Jahren Schreiben, zum ersten Mal wirklich auf Deutsch schreiben, es ist wirklich wie Hosenname. I miss you so much. Kein Problem. Ich vermisse dich so sehr. Weißt du, ich meine? Wie fühlst du dich? Ich habe mir ehrlich gesagt noch schlimmer vorgestellt, aber es ist schon schlimm. Es ist schon nah. Mhm. Und es ist schon unangenehm. Es kommt ein darauf an, wie viele Partys wir gerade gemacht haben am Wochenende. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Das kannst jetzt eigentlich nur du beantworten. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir uns nicht zum ersten Mal sehen. So, hey, ich bin Jan, hey, Gülşah, ab in die Kiste. Das fände ich dann zu dem ersten Date nachliefern. Ist das jetzt ein Date? Nein. Doch, du hast es gesagt! So, wir sind jetzt fertig. Ich finde es lange. Ja, es langt wirklich. Ich finde es auch gut. Aber los, lange.